Gottfried Seidelbast war ein junger Gymnasiast, war so jung und wunderschön, keine konnt ihm widerstehen. Da war auch Elisabeth, die war auch ganz hübsch und nett, tät mit allen Trieben Seidelbasten lieben. Alle Abend um 21:30 konnte man die beiden sehen, küssten sich bis in die Nacht, Schularbeit wurde nicht gemacht. Der Direktor hört davon, schickt ihm gleichs Konzilium, Vater ihn enterbete, ihm das Fell vergerbete. Johann Gottfried Seidelbast hängte sich an einen Ast, streckte gleich die Zunge raus, weil ihm ging die Puste aus. Die Moral von der Geschichte: Liebe kleine Mädchen nicht, sonst geht's dir wie Diasen, Gottfried und Elisabeth.